Sky spielt ja normalerweise auch halt Dakantu, ne? Ja. Und jetzt geht er mit. Also die Duo-Spieler haben es mit ihrem Duo-Charakter, definitiv. Ja, ja. Man, die sind zwar irgendwie schon auch sehr verschieden. Sehr verschieden. Aber ich glaube, wenn man das einmal so gemacht hat, dann freut man sich mit dem Multitasking an. Ja. Okay. Das ist ganz interessant gerade. Lässt sich auch überhaupt nicht von. Ja, ich glaube, in dem Fall ist es Pepe, also dem NPC, stören. Ja, tritt ihn kurz weg. Ja. Ja, stimmt, wir spielen mit Nana vorne, ne? Ja. Equal. Quality. So. Okay, was sehe ich hier? So, wo kommt der Finish? Bleibt er? Der Finish kommt da jetzt. Okay. Keine Angst. No fear. Und das ist jetzt die Zeit, um es einfach Sidebeat zu spammen. Ganz ehrlich, der Move ist insane. Oh, also er kann tatsächlich was mit Ice Climbers. Er hat versucht, die zu desinken gerade, oder hat es tatsächlich auch gemacht, glaube ich. Weil dann werden Ice Climbers schon tatsächlich ein ziemlich guter Charakter, als schafft die zu desinken. Ja, schon mal aber ganz gut, dass es halt nur im Belief so funktioniert, aktiv wobbeln zu können. Das war stumpf, ne? Musste man nur in den Timing A drücken. Das war... Oh. Ja. War stumpf. Konnte ich aber trotzdem nicht. Nee. In Brawl war das cool. Auch wenn Leute sich mega darüber beschwert haben und so, es sah aber cool aus. Ja, voll. Ja, aber es ist halt schon richtig OTP-like, ne? Also ja, safe. Hättest mal die Matches sehen müssen. Also wenn ein guter Ice Climber gegen einen Top-Spieler gespielt hat, die sind nur am Campen gewesen. So Mewtwo King oder so, nur am Campen, komplett am Campen gegen den Charakter. Das war so heftig. Ja, schockt doch nicht, du weißt ja halt. Wenn du einmal da in Rap-Range reinkommst, dann hast du verloren. Ja. Was willst du machen von 0 zu 100? Das ist Jungs Behef. Oh, jetzt. Deutlich anfälliger jetzt auf jeden Fall. Das weiß Scouty natürlich auch. Mal gucken, wie er das ausspielt. Ja. Einfach die Range ausgenutzt. Oh. Also ist das der? Ja, okay. Also Scouty. Hab ich nicht gehört. Da. Okay. Da. So, okay, wir sind jetzt hier alle so auf dem letzten Stock von beiden. Aber man kann sehen, dass Nana oder der NPC am meisten Schaden bekommen hat. Mehr als der Main Character. Woran siehst du das? Einfach nur an der Flug? Nur am Flug, ja, okay. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, weil jetzt wird es scary. Es ist immer sehr kritisch dann. Oh, tot. Ja. Ja, schwierig. Schwierig. Was willst du machen? Ja, Solo, also Sopo nennt man den ja irgendwie, ne? Mhm. Solo, ja, keine Ahnung. Sopo ist auf jeden Fall Crap. Das ist nicht gut. Ja, schockt halt nicht. Aber darauf basiert ja halt auch der Garrick. Das ist halt so zwei Double Trouble Master die ganze Zeit, ne? Schon witzig, dass der überhaupt ein Smash ist. Ja, ja, seit Melee ja nachher, ne? Ja, also ich hätte den nicht gekannt. Ich kenne das, ich kannte das Spiel vorher. Nee, überhaupt nicht. Aber ich kannte auch damals NES nicht. Also ich habe Mother Earthbound habe ich noch nie gespielt. So. True. Ja, ich kannte Earthbound auch nicht. Also ich war auch komplett enttäuscht, als ich diesen vierten Charakter bekommen habe. Bei Captain Falcon dachte ich, yo, cool. Und auch bei Pummeluff und bei, wen gab es dann noch? Luigi, ne? Ja, Luigi gab es noch, ja. Und bei NES dachte ich echt, Alter, das ist der am schwersten freizuspielendste Char. Ja. Dann ist das einfach so ein Waterhead mit einem Hut. Und ich dachte mir jetzt so, what? Was sehe ich hier gerade? Und halt so zu der Zeit, ne, nicht so viel mit Internet und so, sondern immer so, oh ja, der Charakter heißt Big Boss. Hörst du dann so aus der Schule und so, das ist total cool. Und dann sehe ich so ein Nest. Oh yeah. Alright.
Aber mag ich natürlich auch und Mother und Earthbound-Reihe natürlich auch unfassbar gut. Unfassbar gut. Aber das weiß man da manchmal auch einfach noch nicht. Ja, ey, also das sind ja auch nicht die typischen Spiele, die jetzt hier bei uns in Europa bzw. ja. in Deutschland hier gespielt wurden, ne? Oh, der Laser ist schon fies gegen, gegen Ice Climbers. Ja. Immer ein Stunt von beiden. Ja, gerade der NPC dann meistens mit, ne? Musst du dich immer nach vorne stellen in den Schäden. Ja. Aber ja, ich finde den Charakter schon cool auch in Ultimate, muss ich sagen. Der ist schon cool. Also bei dem würde ich mich freuen, dass ich ihn random bekomme. Ja, bei mir artete dieser Charakter definitiv zu sehr in einem Beyblade-Mechanik aus. Also das heißt einfach nur 3, 2, 1, let it rip und ja. Let's go. Ja, kein Wunder, also der muss das ja auch erzählen. Oh! Ja. Oh, guck mal, da hat er doch. Da habe ich doch was geschnuppert gerade. Wer von den beiden spiked eigentlich? Der NPC, ne? Ich glaube ja. Das ist auch witzig. Aber jetzt deswegen macht das mit dem Desinken auch super viel Sinn danach. Ja. Habe ich schon gesehen. Also, ich meine, er hat mit Zeit wieder weggezogen. Dann kommt der Update von dem MP. Ja. Bei MC. Und dann Fair von dem NPC. Doch, cool. Feier ich. Ey, jetzt Moment, zerlegt er ihn komplett. Komplett. Mit, einfach mit so Freeplay. Also er spielt auch mal einen Kontakt. Ach, sorry. Ich meine, wahrscheinlich hört ihr mich immer noch. Aber, ja. Jetzt wieder? Also ich höre dich. Ja, keine Ahnung. Egal. Müssen wir gleich mal an der Pause sonst mal vernünftig gucken. Ja, genau. So, jetzt geht's wieder nicht. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, cool. Boah, hast du gesehen, wie der Shieldburster runterging? Ja. Der ist geschmolzen. Einfach geschmolzen bei Eis. Ja. Aber jetzt gerade. Ja, da kommt die Sidebeam. Mhm. Ich habe mich schon gefragt, wann die kommt, weil die kann man eigentlich so dick spammen. Sidebeam into up air. Aber Scouty immer noch nicht raus aus dem Match. Aber da darf er natürlich nicht nach innen rollen. Hammer Time! Da kommt tatsächlich das Roll-In. Und ja, da wird man natürlich mit dem F-Smash begrüßt. Ja, richtig. Ey, crazy. Sky, nicht schlecht. Ja, und auch ohne die Duckhand. Ja. Mal unterwegs. Und ja, also das finde ich sowieso immer am coolsten, wenn Leute das erste Game verlieren und dann so langsam richtig starten, weil bei mir war es auch immer ein kompletter Kaltstart. Egal in welchem Turnier ich war immer so schlecht am Anfang und wurde dann langsam warm und habe dann im Losers immer mehr gerissen. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, hat was. Ich finde auch so den Stil, den es so mit sich bringt, wenn du so am Anfang ein bisschen erstmal reinkommen musst, ne, und dann aus Losers hoch und dann nachher bis ins Grand Final reinkommst. Geile Nummer. Ja, das ist immer am besten. Ne? Es gab ja, du kennst ja auch Zero, ne? Zero hat auch mal ganz früh, ich glaube in seinem ersten Game an dem Abend, verloren. Direkt. Und das war gegen, ja, Latai hieß der, auch ein süßer Spieler. Mhm. Kannte keine Sau. Und auf einmal verliert Zero da und hat dann halt aber auch das Turnier noch gewonnen, glaube ich. Ja. Also, Zero war schon eine Nummer. Ne? Alter, oh, der hat ja nicht umsonst, was waren das, 25, 29 Majors hintereinander gewonnen? Ja, so? Keine Ahnung. Ja. Mit Kopfgeld nachher und so. Ich mochte ihn auch gar nicht, ne? Muss ich dazu sagen. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Ich mochte Didi nicht, Ja. Und, dann aber jemanden zu haben, der immer jedes Mal überall dabei ist, ne? Mhm. Das ist der perfekte Villain eigentlich. Voll! Der perfekte Villain. Und als er dann besiegt wurde, es war natürlich insane. Ne? Ja, total. Ja, also da haben alle mal wieder aufatmen können, so nach dem Motto, ne? Und danach kam ja auch straight up MKLeo, der dann ja eine kurze Zeit lang als der neue Zero gehandelt wurde. Ja. Ne, gerade auch mit seinen Joker-Plays nachher. War schon heftig. Ja, auch schon in Smash 4 ziemlich insane. Ah, da hatte ich ihn noch gar nicht auf dem Zettel tatsächlich. Ja, da kam. Oh, ja. Ärgerlich.
Der ist die. Aber ja, hat ja geführt, deswegen. Oh, oh, oh. Okay. Easy 40 Damage. Kann man mal mitnehmen, doch. Ja, jetzt ist es knapp wieder. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wieso irgendwie MKLeo. Ja, genau, Smash 4. Hört das ja, stimmt, der. Via sein Upcoming. Das war ja. Mr. R. Der beste Spieler aus Holland, damals zumindest. Mhm. War damals der beste Spieler auch Europas. Ziemlich insane einfach. In Brawl, in Smash 4 war so der erste, der gereist ist. Einer der ersten zumindest. Okay. Und der hat dann beim Turnier mitgespielt und hat dann random gegen Leo verloren. Und keiner kannte Leo. Und dachte so, ja, okay, Mr. R ist washed. Und dann kam er halt irgendwann, also er hat dann gesagt, ja, MKLeo komplett heftig, richtig gut. Und irgendwann kam er dann halt in die Staaten, ne, und hat alles zerstört einfach. Damals noch mit Cloud und MK, also Meta Knight. Ja. Mit diesen Leadern bis in den Tod. Das war immer insane. Das ist ja okay, schade. Also gut. Ne, voll gut. Schade, dass ich es nicht mitbekomme. Darauf, das wollte ich sagen. Das war es fast gewesen schon. Oh mein Gott. Oh, zack. Das. Ja, das wird's. Das ist doch. Ja, jetzt kommt der Sopo, oder? Sopo! Mann, oh! Oh. Oh, ich dachte schon. Okay, ja. Bei 0%. Ja, dann geht die Kehlanimation tot. Ja, okay. Nee, Scouties, Zero Suit doch nochmal. Und hat hier 2-1 gewonnen gegen Skyvania. Das müsste es